Herzlich willkommen, allen Freunde. Es ist Sonntag, der 3. Mai, 6.41 Uhr. Ihr habt richtig gelesen. Hier auf Nimmerland. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber einmal habe ich Kirschen gegessen und danach aus den Stielen ein Armband geflochten. Liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten, oder? Stand da echt Stiel oder Kern? Weil Stiel? Achso, doch. Doch. Die haben ja doch einen Stiel. Ich war gerade richtig verwirrt. Genau. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Also nicht heute, sondern gestern Abend irgendwann. Jetzt habe ich hier wieder was bekommen. Mischka. Also manchmal, wenn ich was schreibe, so wie jetzt, dann vergesse ich voll, was ich schreiben wollte. Aber ich schreibe trotzdem weiter und bevor ich es merke, habe ich es abgeschickt. Ja, sehr schön, Mischka. Sehr, sehr schön. Ich habe die Fischdinger schon mal hier im Inventar. Ich habe gestern schon mal... Oh, ein Antikstuhl. Oh, den will ich mir mal ein bisschen anschauen. Der sieht bestimmt cool aus. Ja, dann platzieren wir den mal. Platzieren. Ein rustikaler Stuhl. Ja, hübsch, hübsch. So, heute ist außerdem wieder Rübentag, aber die werde ich nach dem Stream, nach dem Part kaufen. Wie man vielleicht schon im Hintergrund sehen kann, liegt da Holz. Und guck mal, das sind keine Bäume mehr, sondern ich habe alles gefällt. Alles. Alles. Ich werde das heute noch alles aufräumen. Ich habe nämlich jetzt einen neuen Plan für die Insel. Ich zeige ihn euch mal eben. Da. So wird meine Insel aussehen. Rechts oben ist eine kleine Stadt mit 6 Häusern. Oder 7 Häusern. Und unten links ist eine Stadt mit dem Museum und Nuxladen. Da sind dann insgesamt 8 Häuser, genau. Das ist so der Plan. Das Rathaus, das nervt mich die ganze Zeit, ja. Das würde ich am liebsten komplett löschen. Aber man kann es ja nicht umsetzen. Das ist so nervig, Leute. Ja, dann haben wir auf jeden Fall hier noch einen kleinen Weg nach oben zum geheimen Strand. Da muss man dann nicht mehr klettern und sowas. So soll dann meine Insel später aussehen. Genau. Ja. Dann machen wir erstmal wieder weg. Oh, wir müssen die Blumen gießen. Die Blumen gießen. Erst die Blumen gießen. So, ausrüsten. Ausrüsten. So, gestern war außerdem Sam noch hier, der... Oh Gott, ich habe glaube ich keinen Gießkanne, oder? Doch, habe ich. Der hat mir 2 lilane Blumen geschenkt. Die zeige ich euch gleich. Also geschenkt nicht, sondern getauscht. Gegen andere Blumen, die ich dreifach hatte. Ja. Oh, das... Och man, wieso wächst der Geldbaum eigentlich hier? Ich weiß es nicht. Und hier auch noch. So. Schaufel. Da-da-da-dam. Ach, ich wollte ja noch die Seite öffnen. Damit ich... Oh Gott. Nee. So viel wollte ich jetzt nicht vergraben. 10. Wir tun 10 rein. Vergraben. So, dann gehen wir noch eben rüber. Hä, rüber? Was meint ihr denn damit? Ja, sehen wir gleich. So, zack, zack, zack. Runter. Oh, schade. Wäre auch zu schön, dass die sich direkt vermehren, ne? So. Iskantchen. Und los. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Runter. Dann. Achso, ich wollte noch schnell die Seite öffnen. Oder habe ich mir davon Fotos gemacht? Ich glaube schon. Ich guck mal ganz schnell. Ja, habe ich. Also,
16 bis 9 Uhr müssen wir gucken. Der Skalar, der ist im Fluss. Fluss. Achso, ne, die sind erst mittags im Fluss. Der Katzenwels ist im Teich. Ich glaube, wir machen jetzt erst den Teich. Teich, haben wir da noch was? Und den Frosch. Den Katzenwels und den Frosch. Ach ne, warte, hä? Katzenwels stand auch. Oh. Okay, ne, den machen wir dann doch nicht. Wir brauchen also nur zwei Fische. Hä? 16 bis 9 Uhr. Doch. Doch, doch, der Katzenwels auch. Okay, okay. Ich bin ein bisschen noch müde, würde ich sagen. Wir gehen noch einmal hier kurz gucken. Oh, schön. Schön, schön, schön. Oh, guck mal, wir haben eine Meile. Hier holen wir uns ab. So. Ja, ein little bit müde, aber naja. Was macht man nicht, ne? Morgen stehe ich sogar noch früh auf, Leute. Genau. 5:40 ist morgen mein Ziel, aufzustehen. Heute war es 6:20, habe ich auch sehr gut geschafft, tatsächlich. Ich dachte, ich würde ein bisschen herumquengeln und nicht aufstehen wollen. Aber nee, da habe ich falsch gedacht. So. Noch ein Fossil. Hier ist... Oh, Gerd ist wieder da. Das ist sehr schön, tatsächlich. Sehr, sehr gut. Achso. Oh Mann, ey. Jetzt kann ich den Strand hier schon wieder ablaufen. Ich wollte das Rezept holen. Ach, hier. Sehr gut. So, öffnen. Eine Blauklotz... Eine Bauklotzwanduhr. Wow. Die brauchen wir natürlich auch wieder nicht. Oh, hier ist ein Fisch. Perfekt. Ich frag mich, ob ich hier überhaupt Köder brauche. Ich kann ja einfach hoch und runter rennen. Oh. Es ging schnell. Ein Flusskrebs. Okay, dann machen wir jetzt hier Köder. Futter verstreuen. Und noch ein. So. Also im Teich zu angeln mag ich gar nicht. Mag ich gar nicht. Oh, wir haben den Frosch. Sehr schön. Ich hab dich gefangen. Die Kröte musste jetzt schlucken. Alles klar. Schluck Schnecken. Oh, meine Angel ist kaputt. Habe ich noch eine? Ach, Mann, ey. Ach, Mann, jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Zeig mal, was hast du denn Schönes? Ja, das zeigt sich. Ja, ja, ich weiß. Was hast denn du? Gelb-Chrysantheme, Osterlilie. Osterlilie, Pyrenäen, Rotkrisen, Weißkrisen-Theme. Okay, ich komme später nochmal. Ich komme später nochmal, Gerd. Dann kaufe ich von neben wieder 5. Und dann kommt sie vielleicht hier für immer hin. Das wäre auch schön. Ja. Also ich glaube, es stehen nur noch so 30 Bäume vielleicht auf der Insel. Wenn es hochkommt. Vielleicht auch nur 10 oder 20. Gucken wir mal uns hier. Hier haben wir noch 2 Angeln. Ich nehme die mal sicherheitshalber beide mit. Nicht, dass sie kaputt gehen. Ja. Ach, ich habe mir gestern richtig leckeren Pizza. Also. Richtig lecker. Ich habe ihn noch gar nicht gegessen. Auf jeden Fall habe ich gestern einen Pizzateig gemacht. Der 24 Stunden ruhen soll. Ich melde mich dann morgen, wie er dann geschmeckt hat. Genau. Übermorgen kommt die Folge außerdem später. Irgendwann abends. Weil ich vorher noch nicht zu Hause bin. Achso, Teich. Stimmt ja. Stimmt ja. So, Futter.
Oh, der ist größer. Das könnte der Katzenwelt sein. Oh, hallo. Komm her, Kleiner. Komm, komm, Katzenwelt. Ich weiß doch, dass du es bist. Da ist er. Ja, der Katzenwelt. Fällt's auch immer auf die Flossen? Okay. Dann gucke ich mal eben ganz kurz nach, ob wir im Fluss noch was fangen müssen. 9 Uhr bis 16 Uhr. 9 Uhr. Ah, warte. 16 bis 9 Uhr der Skalar. Dann fangen wir jetzt in Skalar noch. Aber ich weiß gar nicht, in welchem Fluss. Ich hoffe, hier unten im Fluss. Ich hoffe es. Soll ich den ablaufen oder? Ich guck mal eben. Oh, jetzt habe ich hier irgendwas geöffnet, wollte ich nicht. Animal Crossing Skala. So. So, hier haben wir es. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendwas dazu steht. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Oh Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Skala, ne? Ja, der steht hier nicht mehr bei. Oder? Ah, doch, hier. Skala. Oh. Lebensort, Fundort, Fluss. Mai, Oktober, klein. Ah, ist klein. Er ist klein. Okay. Das ist gut zu wissen, dass er klein ist. Sollen wir dann hier einfangen? Oh, guck mal hier. Hier ist ein kleiner. So. Aber wenn wir das gleich geschafft haben, dann können wir doch schon die Bäume vielleicht alle entfernen. Die Baumstämme. Stämme. Oh, da ist er schon. Ja, ein Skalar. Oh, cool. Oh. Fail. Oh, nee, ich will den präsentieren. Oh, ich wollte ein Foto machen. So, super. Sehr, sehr schön. Ja gut, dann haben wir eigentlich alle Fische für diesen Tag. Bring ich die mal eben zum Museum. Die restlichen Fische kommen ja später. Ab 9 Uhr. Hab ein Fossil. Ja, alles wird dann woanders sein, Leute. Alles, alles. So, da müsste, glaube ich, auch noch irgendwo ein Fisch liegen. Rechts. Hä? Wo ist der Fisch denn? Ah, hier oben. Ach ne, Insekt war das. Ein Insekt war das. Können wir mal ganz kurz in der vorne PD nachschauen. So, hier haben wir den Frosch. Der ist immer da. Katzenwelt. Und den Skalar. Sonst war hier nichts, ne? Nee. Und hier hatte ich gestern halt noch hier den Alpenbock auf so einem Baumstamm gefunden. Genau. So. Achso, wir haben noch Meilen. Gucken wir natürlich auch noch gern rein. Achso, hier nicht? Wo denn? Haben wir 50? Nee, smartes Telefon. Das Nook-Phone wurde von Nook Inc. speziell für die Bedürfnisse von Bewohnern einsamer Insel entwickelt. Und natürlich gibt es für die Verwendung auch Meilen. Okay. Interessant. Haben wir sonst noch was? Nee, ne? Nee. Okay, dann geben wir mal eben die Sachen ab. Ich würde schon ganz gern wissen, wie viele Insekten ich schon habe. Aber kann man natürlich in den Nook mal nachschauen. Aber habe ich keine Lust. Fossilien analysieren. Ja, bitteschön. Huh, nicht nur ein Pfund, sondern gleich mehrere. Ah, okay, wir haben es nicht. Wir haben alles. Wir haben schon alles. Okay, dann nehme ich zumindest meine Insektchen. So, die hätten wir ja. Guck mal hier. Bitteschön. Ja, war es ein Vergnügen, ne?
Nee, danke. Passt schon. Passt alles schon. Rainer könnte öfters kommen, finde ich. Also sonst wird meine Galerie irgendwie nie fertig. Das ist nämlich heute schon wieder nicht da, wie ich sehe. Mann, 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 Mann. Okay. Jetzt sind wir bei 15 Minuten, Leute. Dann werde ich jetzt, glaube ich, einfach die Baumstämme schon mal raushauen. Wir können auch mal eben. Stimmt, das können wir eigentlich auch machen. Das nächste Haus umplatzieren. Nach unten Richtung Pamela. Pamela. Damit die mich hier nicht nerven, wenn ich hier baue. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Das Haus. Wem gehört das? Jesse. Okay, Jesse muss auch ausziehen. So. Düdüdüdüdüd. Wie viel Geld habe ich mit? 51 erreicht. Reicht. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Nuck und Frau Melinda. Ah, Moritz, hallo, willkommen bei der Bauberatung. Wie kann ich dir helfen? Hier, Infrastruktur. Position ändern. Wohnhaus. War das Jesse? Ja, ne? Jesse war es, glaube ich. Ja, bitte. Ja. Ach, der schläft doch noch. Lass Jesse schlafen und ich mach das einfach. So stehen die Dinge also. Ja, nun, Jesse, möchtest du an die Stelle ziehen, die Moritz für dich aussucht? Da bin ich sowas von dabei. Super. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Moritz, der Plan steht. Dann lass uns nun rasch noch die Bezahlung erledigen. Perfekt. Super. Wie viele Häuser müssen eigentlich noch weg? Wie viele Tage muss ich noch warten für den Umbau? Eins, zwei, drei. Boah, vier Häuser. Eigentlich sogar 5, 6, 7, 8. Okay, das dauert auf jeden Fall noch eine Zeit lang, Leute. Wo mache ich dich denn hin? Oh, die Blumen. Ich mache dich hier hin, glaube ich. Hierher richten. Ja, mal sehen. Okay, ist in Ordnung. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann kaufe ich noch eben hier bei. Ach Gott, wir haben ja jetzt überhaupt kein Geld mehr. Stimmt, ich kann die noch nicht einkaufen. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Wir haben mein Ziel eigentlich direkt erreicht. Nur, das ging ja echt ratzefatze. Und ja, wir schauen dann noch hier im Sonnenuntergang, der nicht da ist. Na, also wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich gehe jetzt weiter Gossip Girl schauen. Bis dann. Euer Kamito, haut rein und ciao.